Am Karfreitag grüßen wir euch und sie ganz herzlich mit einer Station unseres Osterweges, der am Ostersonntag und am Ostermontag so richtig losgeht. Aber diese Station, die hat ganz viel mit Karfreitag zu tun. Gott umhüllt seine Gerechtigkeit mit seiner Liebe. Was das bedeutet, wurde mir persönlich nochmal neu bewusst, als ich mich mit der Gefangennahme Jesu auseinandergesetzt habe, die man hier in der Kirche heute am Karfreitag, aber auch nochmal am Ostersonntag betrachten kann. Als Jesus gefangen genommen wurde und wie ein Verbrecher abgeführt wurde und wie ein Verbrecher behandelt wurde, obwohl er das Licht der Welt ist, da sind seine Freunde, seine engsten Freunde einfach weggelaufen. Sie haben Jesus im Stich gelassen. Ja, mir ist dabei nochmal deutlich geworden, dass es nicht nur die Feinde von Jesus sind, die Jesus Unrecht getan haben. Hier zum Beispiel sieht man, wie die Soldaten um Jesu Kleidung gewürfelt haben, als Jesus am Kreuz hing und starb, dass sie so abgebrüht waren und sich ihren Spaß daraus machten. Das ist natürlich auch eine riesen Ungerechtigkeit. Aber wie gesagt, nicht nur die Feinde von Jesus haben Jesus Unrecht getan, sondern auch die Freunde. Und genauso tun wir oft auch Unrechtes. Und dann, wie geht Gott, der doch gerecht ist, mit dem um, wenn wir Unrecht tun? Er kann ja nicht einfach überall einfach den Schwamm drüber tun. Und es ist so, das Krasse an Gott ist, dass er so gerecht ist, dass er Ungerechtigkeit straft, aber dass ihm auch die Freundschaft zu uns, die Beziehung zu uns so wichtig ist, dass nicht wir, die wir auch Unrechtes tun, diese Strafe ertragen müssen, sondern dass Jesus stellvertretend für uns stirbt, damit die Beziehung zwischen Gott und uns wieder bereinigt wird. Wenn wir selber Unrecht erleiden, dann wissen wir, wie wichtig es ist, dass Unrecht auch gesühnt wird. Das ist das Besondere an Gott, dass er es schafft, total gerecht zu sein und trotzdem die Beziehung zu Gott, zu uns, und trotzdem die Beziehung zu uns am Leben erhält. Er umhüllt seine Gerechtigkeit mit seiner Liebe. Und deswegen haben wir hier Bänder, mit denen wir diesen Pfahl umhüllen können. Wir sollen, die Einladung ist, dass wir den Pfahl umhüllen, wie Gottes Liebe seine Gerechtigkeit umhüllt hat. Naja, hier ist nur ein Anfang. Es braucht noch mehr Leute, die Gottes Gerechtigkeit mit Liebe umhüllen. Es braucht noch mehr Leute, die diesen Pfad, der Gottes Gerechtigkeit darstellt, mit Liebe umhüllen.